Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Hunter Stories 2, ne? Ich will mich mal eben kurz entschuldigen für die Videos der letzten Tage. Ich hatte da eine Aufnahmesession gemacht von zwei Spielen. Und hatte nicht gemerkt, dass ich den Spielsound doppelt habe. Ich habe dieses Mal drauf geachtet. Ich will mich nur noch mal offiziell dafür entschuldigen. Es tut mir leid. Ich fand sogar toll, dass ihr in den Kommentaren mitgezählt habt, wie oft ich diesen Fehler hatte. Ich wollte mich nur mal dafür entschuldigen. Das hier ist jetzt eine neue Aufnahme. Diesmal auch keine Session, sondern wirklich nur eine Aufnahme. Ich entschuldige mich nochmals. Es tut mir leid. Ja. Auf jeden Fall. Beim letzten Mal wurden wir von mysteriösen Riders angegriffen, die zum Glück nicht nur ich böse fand, sondern ihr auch. Zumindest habe ich das so in den Kommentaren gelesen. Wir müssen ein Sandschiff verfolgen, aber erst würde ich eigentlich lieben gern diese Wüste erkunden. Oh, muss ich sowieso. Ja, da kann ich auch genauso gut der Spur folgen. Weil mein Kollege hat mir schon gesagt, dass hier irgendwo ein Monster auf mich wartet. Ein königliches. Und die sollen beide lasch sein. Also das und der Brachiale. Als Gegner, nicht als Kumpane. Und im Übrigen, um auf einen Kommentar von der letzten Folge hier anzusprechen, beziehungsweise vorletzt, ich weiß nicht, unter welcher Folge das war. Ja, der Gamoth war um einiges heftiger. Da stimme ich voll und ganz zu. Warum sind hier eigentlich so viele Daimyos? Die sind halt wirklich viele. Da lang ist es ein Schiff. Da geht die Spur weiter. Wo ist denn der überhaupt alles lang gefahren? Warum fährst du so komische Kurven? Das werden wir herausfinden. Sollte hier nicht irgendwo ein königliches Vieh auf mich warten oder wurde ich gescampt? Also mir wurde schon gesagt, dass es hier noch ein zweites gibt, das mich erwarten wird in der Wüste. Wir sind endlich aus der Wüste raus. Nein, wir gehen einfach direkt wieder rein. Oh, da ist der Shogun-Zentaur. Den haben wir noch nicht bekämpft. Let's go. Bestimmt ein Krafttyp. Da passt mein Krafttyp ja wunderbar rein. Ich merke jetzt, ist, dass der Tigrex, den ich jetzt gerade habe, komplett andere Fähigkeiten hat. Vielleicht gehe ich den normalen Tigrex ein paar Mal handeln, dass ich ein paar Eier kriege und gebe ihm auch die vom normalen Tigrex die Fähigkeiten. Mal gucken. Shogun? Warum heißt er hier Pflaumen-Daimyo-Hermitauer? Sind der Shogun? Ach, egal. Und ich muss Honey auswechseln. Ich habe nicht aufgepasst. Welche Technik war da jetzt? Mondhorn, du bist dran. Ich werde ja nicht angepeilt. Also alles gut. Techniker. Ich habe auch mal die Geschwindigkeit beim Kampf jetzt mal erhöht. Aua. Hau mal eins dieser Viecher weg, bitte.
So, Kraftangriff auf den Panzer. Da ist 100 Pro der Hammer gut drauf. Hau die weg! Ich hol meinen Glutboden raus und mache jetzt einfach direkt den Parabellschuss, um die Viecher alle wegzuhaben. Aber vorher. Das Gebrüll kannst du gerne einsetzen, aber ich will wenigstens den Punkt dafür kriegen. Zack! Noch nicht meiner gestorben! Aua. Es ist wütend. Jetzt brauche ich Technik. Also let's go, Samtrios. Mach, was du für richtig hältst. Und zwar ein Eisschwer in sein fettes Gesicht. Auf den Panzer. Bam. Sind halt echt nur der Hammer gegen den Gut. Ich gehe als nächstes auf die Klauen. Bevor die Fratze sind. Junge, 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 Junge. Musst du nicht gleich so ausrasten. Mit deinen ganzen Kumpanen. Zack. Oh, die Clown kann ich dir gleich noch weiter angreifen. Easy. Du kriegst mich nicht down. Boah, ganz ehrlich? Mach das eisige Gas. Hau die weg. Oh, die Gerber. Danke, endlich sind die Kleinen weg. Okay, Zeit für den Hammer. Du kriegst jetzt eine von mir auf den Deckel. Zuerst auf den Panzer. Er holt schon die Eisrüstung raus. Aua. Ich habe keine Wahl. Ich muss was essen. Ja, block du nur. Perfekt. Oh, der macht dabei auch noch einen Gegenangriff. Aber keinen besonders starken. Ich gehe einmal auf den Körper. Reverto, kriegt alles ab. Du bist nett, Reverto. So, es fehlt nur noch die Klaue. So. Jede Waffe ausgetestet. Jetzt kann ich richtig loslegen. Der ist wieder auf Technik. Nehme ich an. Besiegt. Danke. Guck mal, hat einen neuen Kampf in der Folge. Und ihr könnt euch nicht beschweren. Ich habe einen Kampf drin gehabt. Oh, ein anderer Monobloss. Wie hieß der andere nochmal? Mein vorheriger Tigrex war ein Geschwindigkeitstyp. Ist jetzt ein Krafttyp.
Könnte es sein, dass von meinem Mondhorn, also vom Monobloss, das jetzt ein Techniker ist, also das, wogegen es stark war? Ich will es nur mal ausprobieren. Aber erst hole ich mir meine Herzen zurück, weil das ist ein königliches Monster und ich will nicht inseln verrecken. Also bis gleich. So Leute, hier bin ich. Bereit, den zweiten Monobloss zu bekämpfen. Ich habe sehr viele Monster Hunter gespielt. Ich kenne nicht jeden Namen auswendig. Weißer Monobloss, du sahst für mich nicht weiß aus. Aber gut. Ich habe jetzt übrigens hier mal, abgesehen vom Schwert, jetzt eine Wasserrüstung genommen. Und die Retternrüstung, falls er mal abhaut, vielleicht kriege ich dann ein besseres Ei. Beziehungsweise um die Chance zu erhöhen. So, wir gehen direkt auf die Ladung. Ist hier was ein schöner Unterschied ist zwischen dem weißen Monobloss, ich wollte gerade Weihnachtsmonobloss sagen, und dem Monobloss damals? Richtig, ich habe hunderte von Schallbomben im Gegensatz zu damals. Das heißt, seine Tunnelgrabattacke wird niemals durchkommen. Und das ist die einzige heftige Fähigkeit, die der hat. Kannst jetzt übrigens mal richtig angreifen. Ich will wissen, was du kannst. Es war richtig von mir. Ich habe es alles richtig berechnet. Ich habe nicht alles ausgerechnet. Das habe ich wirklich nicht. So, mit dem Schwert bin ich durch. Es ist eh unnütz gegen den. So, mein femininer Schleier. Meine Seltas-Waffe. Hat ein bisschen gedauert, die zu farmen, tatsächlich. Du mach mal Hochspannung, während ich hier eine Schallbombe werf. Wo habe ich sie denn? Da. Ich sag ja, dein Tunnel wird niemand durchkommen. Er wird, du bist zu nett. Du musst nicht für mich alles einstecken. Das ist die perfekte Chance. Ich gehe einmal auf Beine und wechsle danach zum Hammer und schlag damit noch auf die Beine. Weil die gehen, glaube ich, jetzt als erstes kaputt. Oder er zielt gar nicht drauf. Jojo, zieh du nur auf mich. Ich gehe aufs Horn. Horn. Du wolltest dein Durchbruchhorn einsetzen, ne? Ich habe die Technik bisher noch nicht gesehen. Und würde es eigentlich gern. Okay, jetzt brauche ich einen Krafttypen. Mondhorn! Mach deinen Bruder fertig. Obwohl, ich glaube, das weiße Monobloss war weiblich. Er hat mich ja auf jeden Fall im Visier. Warum eigentlich? Oh! Er ist Geschwindigkeit. Upsen. Stimmt ja, ich habe die ganze Zeit Geschwindigkeit eingesetzt. Und wenn die wütend werden, werden sie so das, was ich vorher genommen habe. Ups. Einmal den Barabellschuss. Danach kann ich richtig kämpfen. Dann habe ich ja alle Waffen einmal durch. Also jetzt kann ich mit dem Hammer drauf gehen. Ich kann eh nichts anderes machen als draufschlagen. Es wäre nur schön, wenn du deinen Eisspeer einsetzen würdest. Komm, machen wir das Horn kaputt. Ja, er hat noch sein Horn. Wie? Mit so einem Fitzel hat er sein Horn noch behalten. Könnt ihr das glauben, Leute?
gleich. Er zielt gerade auf mich. Danke, Reverto. Den habe ich gebraucht. Oh, scheiße, er ist ja wieder bei Kraft. Ich habe nicht darauf geachtet, dass er sich beruhigt hat. Ich dachte, er wäre immer noch aggro. Was ist denn heute los? Doppelschwung. Let's go. Er hat seine Kraft aufgeladen. Oh, den Schwei. Danach weiß ich ja, ob ich... Ne, ich brauche den Bogen jetzt. Ob ich den Hammer noch weiter verwenden kann, wollte ich sagen. Raus mit dir. So, ich mach aufladen. Ihr prügelt euch. Dafür habe ich aufgeladen, Leute. Schallbombe? Pam. Nein. Danke. Ich habe mich nur doof angestellt. Eigentlich ist der Kampf richtig einfach. So, aufladen. Ich muss Schaden raushauen. Jetzt gibt's den schnellen Beschuss. Ich werde niemals seine Attacken sehen, solange ich ihn nicht im Team habe. Pam! So viel Damage und noch ein Schuss. Sauer, er ist jetzt Geschwindigkeit, er ist auch fast im Eimer, muss ich mir auch direkt einen Farbball drauf werfen. Damit, du schaffst das. Ich glaube an dich. Farbball. Ich will ihn ja haben. Alle Teile sind gebrochen. Und ich war schlau, den Farbball direkt zu werfen. Aber ich habe ihn nicht bekommen. Naja, ich werde ihn noch ein bisschen offline jagen. Beziehungsweise offscreen. Welcher Monobloss-Zeug bekommen? Ich habe sogar extra eine ganze Finder-Zeug gerade drauf gehabt. Also habe ich mir nochmal drauf getan, während ich ins Dorf gegangen bin. Was ist das Braune hier auf der Karte? Hallo? Gibt es hier was zu entdecken? Was ist das Braune da auf der Karte? Also, ich kann ja mal reinzoomen. Hier, guckt euch die Karte an. Irgendwas ist da braun. Das hatte ich vorher noch nie. Was ist da? Naja, wir werden es beim nächsten Mal rausfinden, weil die Folge geht schon recht lang. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!